HK416. Ebenfalls mit 12 Gramm CO2-Kapsel. Auch für Pulverkugeln und für Gummikugeln. Remote-System, wie bei der Gas Blowback, also auch mit der Blowback-Funktion. Sehr wenige Teile, die sich halt nur bewegen. Die Kugel wird hier mit dem Verschluss in den Lauf reingeladen vom Magazin. Ja. Hier hat auch Magazin ist leer, klar. Post-Patch. Das ist auch vorne. Ja. Schöne Waffe, wo liegt die ungefähr? Preislich? Oh, das weiß ich gerade nicht. Tut mir leid. Schreibe ich den nachträglich rein. Einmal in zwei Versionen. Einmal als LED-Version mit blauen Schnitten. Ja. Also für Behörden zum Beispiel gedacht, dass du da eindeutig erkannt hast. Okay. Trainingswaffe. Und halt schwarze Versionen. Okay. Zu 8 Schuss im Magazin. Die CO2-Kapsel reicht für 4-mal Kugel auffüllen, also 32 Schuss. Wir haben ein ordentliches Schusssystem. Wir sind bei 5 Joule, je nachdem, welche Kugel man verwendet. Wir haben die Powerball, kennt ihr vielleicht schon oder noch. Ja, das sind also relativ schwere Kugeln. Die haben 1,35 Gramm. Recht schwer, nehmen viel Energie auf. Damit kriegt man 5 Joule aus der P99 Gramm. Mit den Fastballs und mit den Pulverkugeln und auch mit den Pfefferkugeln liegen wir ungefähr bei 4 Joule. Alles klar. Also schon recht kräftig. Ist schon recht im Kugelplatzer ist auch, definitiv möglich. Ja. Also nicht wie mit 2 Joule oder so, das war halt immer ein bisschen knapp. Ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir ein Pferdeappel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.